Servus Leute zu einem weiteren Video und heute möchte ich einfach nur kurz und knapp bekannt geben, dass ich ein Mod-Paket erstellt habe. Das Ganze habe ich die neuen Herrscher-Mod getauft und da sind alle KI-Mods enthalten, die ich bis jetzt erstellt habe. Das sind Robin Hood, es gibt keine Zeit zu verlieren, der Henno, der Odin, wollen wir spielen? Vlad. Gut. Und Klaus Kinski. Und genau, viele von euch haben sich gewünscht, dass ich dazu ein Mod-Paket mache, damit man eben mit allen meinen Mods gleichzeitig spielen kann. Und ja, ich werde auch immer das Mod-Paket versuchen aktuell zu halten. Das heißt, wenn ich neue einzelne KIs gemacht habe, dann werde ich das hinzufügen. Oder auch wenn eine UCP-Version rauskommt, die einiges verändert, dann werde ich das auch aktualisieren, das ganze Mod-Paket. Jetzt vielleicht nicht gleich nach dem ersten Tag, nachdem der Unreal Crusader Patch released wurde. Kann schon sein, dass es ein paar Tage braucht. Aber ja, ich werde versuchen, das aktuell zu halten. Genau, und jetzt werde ich noch einen Schnitt machen und euch zeigen, wie man den Mod installiert. Für alle, die sich schon mal einen Mod von mir runtergeladen haben. Es ist im Prinzip die gleiche Installationsweise, nur dass man bei der AIC nur die JSON-Datei runterladen, nur die JSON-Datei auswählen muss, die quasi neu dazugekommen ist. Also man muss diesmal nicht zwei auswählen. Für alle anderen, die das noch nicht installiert haben, einen Mod von mir, mache ich jetzt noch einen Installationsguide. Also bis gleich. So, genau, wenn ihr den ersten Link in der Videobeschreibung anklickt, dann werdet ihr auf diese Seite weitergeleitet. Und was ihr jetzt braucht, ist diese Datei. Stronger Crusader, die neuen Herrscher-Mod. Und genau, die könnt ihr euch quasi dann runterladen. Einfach hier einen Rechtsklick machen und dann herunterladen. Und dann bekommt ihr folgenden Ordner. Genau, so schaut er aus. Genau, und um jetzt zu installieren, müsst ihr jetzt erstmal die Binks in euer Stronghold Crusader Ordner reinspeichern. Das heißt, den Ordner öffnen, alles kopieren und dann in euren Stronghold Crusader Ordner einfügen. Da gibt es auch einen Ordner, der heißt Binks. Und dann einfügen. Ich rate euch, direkt für den Mod ein neues Stronghold Crusader zu erstellen. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr quasi euren Originalordner nehmt. Ihr seht schon, ich habe schon einige Stronghold Crusader Ordner erstellt. Also einfach einen nehmt, den kopiert und woanders einfügt und dann habt ihr quasi ein zweites Spiel, was unabhängig ist vom ersten. Genau, ist zumindest bei mir so. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das mit Steam verhält, aber müsste eigentlich auch so sein. Ja, kann man ja mal ausprobieren. Hat halt den Vorteil, dass ihr nicht irgendwas wieder deinstallieren und wieder neu installieren müsst, sondern dass ihr quasi immer entweder zum Beispiel Vanilla spielen könnt oder mit dem Mod-Paket von mir. Genau, und dann halt wie gesagt bei Binks das alles einfügen bzw. alles ersetzen. Genau, das Ganze macht ihr dann bei FX Speech, alle Dateien kopieren und dann einen Stronger Crusader Ordner unter FX und dann Speech, alles einfügen. So, bei GM, das sind die Texturen, also Binks waren die Videobotschaften, Speech waren halt die ja, Audiodateien von den KI-Gegnern. Und GM sind die Texturen, das heißt die KI-Bilder. Genau, die beiden Dateien kopieren und dann in den Ordner GM von euren Stronghold Crusader einfügen. Ja, dann Resources mache ich jetzt erstmal später. Dann halt noch die CR-Datei kopieren, die müsst ihr nur kopieren und dann einfach in euren Stronghold Crusader Ordner einfügen, dann wird diese Datei ersetzt. Warum gehe ich da immer zurück?
So. Genau, übrigens, ich habe da noch eine kleine Anleitung geschrieben zur Installation. Ja, aber dieses Video ist ein bisschen ausführlicher vielleicht für den einen oder anderen. Genau. Dann noch Resources ist jetzt das letzte, was wir noch brauchen. Dafür bräucht ihr dann den Unofficial Crusader Patch 2.14. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme, die aktuellste Version. Ob es jetzt mit zukünftigen Versionen auch noch genauso geht, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich weiß ja nicht, was da noch dazu kommt, ob sich irgendwie bestimmte Dateien verändern. Aber mit der Version 2.14 funktioniert es derzeit auf jeden Fall. Genau, da habt ihr dann AEC, AIV und Troops. Da könnt ihr euch einfach ja zunächst einmal die AEC runterladen, kopieren. Und dann eben in euren Unofficial Crusader Patch Ordner reintun. Genau, so schaut er aus. Also das ist normalerweise nicht dabei, das ist jetzt nur von mir zum Aktualisieren von AECs. Ihr habt da quasi einen Ordner Unofficial Crusader Patch Version 2.14 und da ist ein Ordner Resources drin und da müsst ihr eben die Datei von mir, die JSON-Datei, in den Ordner AEC reintun und das genauso bei der AIV. Halt, ne, wo bin ich denn jetzt? So, genau. AIV, den ganzen Ordner kopieren und dann in den AIV-Ordner vom Patch reintun. Ihr könnt da übrigens, wie ich es mache, auch mehrere drin haben. Das ist gar kein Problem, das führt nicht zu Konflikten. Dann bei Troops die entsprechende Datei kopieren und ja, auch wieder das gleiche beim Ordner Troops einfügen. Genau, und dann müsst ihr quasi nur noch den Patch starten. Das ist die Datei Unofficial Crusader Patch GUI.exe. Es gibt da, glaube ich, noch eine andere Datei, die ich anscheinend gar nicht mehr habe, aber das mit GUI am Schluss ist auf jeden Fall die richtige. So, dann halt noch Sprache auswählen, sollte Deutsch bei euch sein. Dann halt das Verzeichnis auswählen. Hier wichtig halt, dass ihr das Richtige auswählt. Ne? Also nicht ein anderes Stronghold Crusader nehmen. Sonst stimmt das alles nicht überein. Dann geht ihr einfach auf Weiter. Dann ja, hier die Einstellung, die ihr wählen wollt. Gleiches bei KI-Lord, das ist alles euch überlassen im Prinzip. Wo es jetzt interessant wird, das ist halt AIV, da den D.N.H Modburgen auswählen. Hier ist es übrigens so, es enthält ja die Burgen für meine Mod-KIs und alle restlichen Burgen für, ja, also für die unbearbeiteten Vanilla-KIs kommen quasi verbesserte beziehungsweise gefixte Vanilla-Burgen von Afraid zum Einsatz. Das sind diese hier. Die sind alle schon in dem Ordner enthalten. Dann zu AIC, das ist ganz wichtig, müsst ihr die entsprechende AIC auswählen. Und für alle, die sich schon mal einen Mod von mir runtergeladen haben, es war ja bis jetzt so, dass man sich noch eine andere AIC mit installieren konnte. Jetzt ist es so, dass bei der aktuellen AIC quasi für alle Vanilla-KIs die UCP-AI-Patch-AIC verwendet wird. Das heißt, ihr könnt keine andere auswählen. Wenn ihr dennoch bestimmte Parameter ändern wollt, dann könnt ihr das immer noch machen. Das heißt, einfach die entsprechende Datei, diese hier anklicken und dann könnt ihr hier noch Bearbeitungen vornehmen. Oder ja, ihr könnt ja auch euch eine von den AECs exportieren. Das heißt zum Beispiel, ihr wollt noch bei den Vanillas die Kari Lotus AEC haben, dann einfach hier anklicken, exportieren. Dann kriegt ihr die in euren Ordner rein. Die kommt dann in den Exports-Ordner. Und dann könnt ihr eben
von den entsprechenden KIs die ganzen Parameter kopieren und in den die neuen Herrscher-Mod AIC einfügen. Genau. Aber wie gesagt, so ist derzeit ist einfach nur die AIC auswählen und dann genau werden für Vanilla-KIs die OCP AI-Patch AIC verwendet. Bei Starttruppen dann einfach ja die neuen Herrscher-Mod Starttruppen auswählen, da muss man sonst nichts machen. Und dann installieren. Genau, mehr ist es nicht. Ja, falls ihr noch Fragen habt, falls irgendwas nicht funktionieren sollte, dann könnt ihr das einfach in die Kommentare schreiben oder auf meinem Discord-Server. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Mod und wir sehen uns bei weiteren Videos. Ich habe fertig.